Hallo und willkommen, ich bin Satoru Yoshida und mit mir sind noch drei weitere Leute. Hallo. Hallo. Hey. Ach, und wir spielen, beziehungsweise ich spiele hier Metal Gear Rising, Revengeance. Es ist Revenge, es ist Vengeance, es ist beides. Ich gehe mal kurz in die Optionen, um zu gucken, ob ich vielleicht die... halt, ja, Einstellung ein bisschen, dass das Spiel ein bisschen leiser wird. Ich glaube, vielleicht war es doch ein bisschen zu laut. Ja, ich habe es auch immer relativ leise. Was soll der okay sein? Na, mach vielleicht noch einen Tacken runter oder so. Welches? Alles. Alles. Alles um eins. Alles, alles klar. Musik, Sound. Wobei, ich mach mal Musik ein bisschen hier, weil die Musik ist einfach halt krass. Ja, okay. Tja, und ich mache dann halt ein New Game Plus. Auf normale Schwierigkeitsstufe mal. Hm. Weil ich will jetzt nicht unbedingt allzu verzweifeln. Wobei, ich glaub, das war... Oh, es ist doch Metal Gear Solid 4, Mann, ey, was soll denn das hier? Man hört wieder das Spiel durch bei dir, Bus. Echt? Ja. Wenn du redest, jedenfalls. Okay, warte mal. Will ich mal kurz raus. We've come so far in just three short years. The sign of a strong leader, sir. No. Okay, jetzt, the will of strong people. Ich hoffe, die Töne sind halt jetzt nicht allzu unausgeglichen. Nicht, dass ihr zu leise geratet und das Spiel zu laut geratet. Oder dass ich zu leise gerate. Ja, macht glaube ich nicht allzu viel aus bei der ersten Aufnahme. Es ist halt bei den meisten meiner Aufnahmen war es dann meistens so geraten, dass ich zu leise war und das Spiel zu laut. Deshalb drehe ich es immer relativ weit runter, halt, dass man die Stimmen von den Leuten besser hört. Und das Audio von dem Spiel ist ja eigentlich nicht ganz so wichtig. In dem Fall. Yep. Yes, well, the security can mean many things. Ich mach hier einen New Game Plus, wo schon mal hier die Fox-Klinge mit dem dessen Upgrade halt freigeschaltet ist. Das heißt, das Spiel könnte vielleicht doch zu einfach sein. Ich hätte vielleicht doch schwer nehmen können. Und dennoch halt durch das Spiel rattern können. Nee, es ist schon okay so, weil wenn man sich das Quake 4, den Quake 4 Playthrough anschauen würde, dann könnte man wissen, wie sowas aussieht, wenn man den Schwierigkeitsgrad falsch einschätzt. Das ist ein sehr großes... Nicht irgendwie schwer auswählen, weil dann kann es unerwartet einfach viel zu lange dauern. Ja. Und viel zu schimpfen schwer. Schwer sowieso, aber viel zu nervig noch. Ja, aber Quake 4, der ist mittlerweile sowieso sowas wie ein Running Gag. Wahrscheinlich. Ja, das wäre echt cool. Wenn ich mich sicher war, Quake 4, glaube ich, auch unser einziges Projekt, wo wir, glaube ich, auch gebietet haben. Ja, ja, aber der eine Bosskampf war so scheiße, war der da dauernd mit schwarzen Löchern um sich geschossen, ey, was soll das? Ja. Wenn es halt schlechtes Spieldesign ist. Ansonsten hätte es aber auch übertrieben lange gedauert. Eines muss ich aber schon mal sagen, einige Videoszenen, Cutscenes können im Spiel schon wirklich lange sein. Naja, wäre ja sonst kein richtiges Metal Gear. Und kein richtiges Platinum Games.
ich mich nicht irre, waren Platinums eigentlich, was Cutscenes angeht, recht sparsam. Also jetzt nicht so übertrieben wie Kojima. Ich hab nicht allzu viele Platinum-Games gespielt. Schanze. Ja. Alle Fälle, ich hab über Platinum-Games so nicht sagen. Das Beste, was ich gespielt habe, war auch schon vor mittlerweile jetzt 3-2 Jahren jetzt her. Glaube ich. Mit abgesehen von Metal Gear Rising war das letzte Platinum-Games-Spiel, was ich gespielt habe. Via Automata. Ich weiß ja nicht mehr so, wie lang dort die Kanzel sind. Andrew, du wolltest irgendwas sagen, oder? Also, ich glaube, die einzigen Platinum-Games-Spiele, die ich, glaube ich, gespielt habe, waren, warte mal überlegen. Ich glaube, Bayonetta. Vanquish. Und. Oh ja, stimmt. Vanquish, dieser Third-Person-Shooter, wo man ja voll cool ausweichen kann und so weiter, aber dann kann man natürlich das typische Third-Person-Ding exploiten und halt einfach hinter der Wand stehen und durch die Wand durchschießen. Das ist großartig, ey. Ich hab mal die Demo von Vanquish gespielt. Das war dann halt ein bisschen suboptimal, weil die Gegner dann halt zu dir kommen würden, dich flankieren würden und so weiter. Und je höher die Framerate, desto schwerer wird das Spiel einfach, ey. Ja. Tolles Spiel. Weil hier sind wir jetzt Raiden, Metal Gear Solid 4, Rüstung. Und HOD mit dazu. Ja. Und auf dem Schwert da. Es ist jetzt nicht unbedingt sehr spuckig mit dem Schwert. Beziehungsweise nicht mal mit dem Schwertmodus, den man später halt einschaltet nach dem Intro-Spiel. Man kann wenigstens alles zerschneiden. War das auch wirklich alles? Selbst diesen Baum, der nur existiert, um zerschnitten zu werden. Alle. Aber man kann ihn auch nur einen Schnitt geben, das war's. Irgendwie voll schade. Yep. Aber schon vermutlich auch teilweise auch wegen technischer Limitierung. Ja. Ich meine, es kam ja, das Spiel kam ja zuerst für die PS3 und Xbox 360 raus eigentlich. Ja. Also. Ja. Ja. Wurde auch dafür erstmal entwickelt und dann PC und so. Dann waren das nochmal. Okay, mal gucken. Und. Das sind 14 sogar. Auf dem PC. Zur Konsole 2013. Krass. Aber hey, lecker, der Release war schon mal lustig. Anscheinend haben einige Menschen nicht mitbekommen, dass man halt nicht Solid Snake spielt. Ja, ich denke, das ist schon besonders. Da gab es so viele lustige Rezensionen, die sich darüber beschwert haben. Dass es ja kein Stealth-Spiel ist, dass es nichts mit Metal Gear Solid zu tun hat und dass es kein Snake drin hat. Aber es hat Metal Gear Raid drin, ne? Ja. Also passt schon wieder. Man bekommt keine Hinweise dazu, dass man Ryan sieht. Abgesehen davon, dass er auf dem Cover drauf ist. Aber man kann in dem Spiel doch Stealth spielen, man kann das so irgendwie in irgendwelche Tonnen und so reinsperren. Ja, aber es kommt fett dem McFett-Fett, ey. Von einer kleinen befremdlichen Art, aber es ist möglich. Auf jeden Fall. Es gibt sogar die. Man kann sich auch einen Karton auch verstecken. Effektiv. Ja, man kann sich in einem Karton verstecken oder in einem Fass. Mit dem Fass ist es ziemlich lustig, weil du kannst dann mit dem Fass rollen und so lange rollen, bis du dann kotzen musst. Interessanterweise kann man sich hier in den Teil mit der Kiste
besser verstecken, als er den anderen mit den Solids teilen. Da funktioniert das nur ganz selten mal in ganz wenigen Bereichen. Soweit ich weiß, bei den Metal Gear Solid Teilen, da brauchst du halt die richtige Kiste im richtigen Bereich. Also es gibt halt verschiedene Kisten, die halt so alle unter sind. Halt da so you're Jack. Die Bereiche unterteilt sind. What do you want with the Prime Minister? Aber selbst das funktioniert auch nicht immer 100%. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Das Lustige in den Untertiteln ist, bei der Übersetzung, alles mit you und so weiter, wird halt mit sie, ihr, ihre und so weiter übersetzt, statt mit du, dich und was weiß ich. So long. Statt, wie war das nochmal, wo da halt wo irgendwie einfach ein Typ dann so ganz höflich drum bittet, so, sterben sie! Ich glaube, das kam dann, glaube ich, vor in der Übersetzung. Ich glaube, das ist die Übersetzung mit Armstrong sogar. What? They have a Metal Gear? Gear? Das Spiel spielt ja ein paar Jahre nach Metal Gear Solid 4, ja, und Metal Gear Solid 4 war ja irgendwie so, dass ja, was war's da, Liquid Ocelot erstmal einfach jede Waffe auf der gesamten Welt einfach unter der Kontrolle hatte und dann, naja, wurde halt in Hand-to-Hand einfach gekillt. Ich hab ehrlich gesagt Metal Gear Solid. PlayStation Now getestet habe. Gratis. Aber ich bin dann nie weg. Ich habe auch nur Metal Gear Solid Rising Revengeance und Metal Gear Solid 5 durchgespielt. Ich habe nur halt auch nur The Phantom Pain und halt nicht dieses Ground Zeroes. Ground Zeroes ist auch eine Demo. Eine bezahlbare Demo. Ja. Yeah. Genauso wie das neue Arme, ist auch schon eine bezahlbare. Ich glaube, sowas hat man so auch mit Metal Gear Solid 2 getan. Es ist damals schon nicht gut angekommen und es ist heute auch nicht gut angekommen, dass man bezahlbare Leben hat. Der kaum Content war. Aber trotzdem ungefähr 30 Euro vielleicht schlecht. Metal Gear Solid 2, eine bezahlbare Demo. War das so? Ich hab da was gehört, meine ich. Ich kann das mal nachschauen. Ich hab da mal was gehört. Vielleicht ist es auch ein anderer Teil, vielleicht auch ein anderes Spiel, aber ich bin mir sicher, dass es Metal Gear Solid 2 sowas auch hat. Ja, es gab mal eine Demo davon, bei der irgend so eine Vorspielsteller-Bonus für Zone of the Enders. Aber ob man es auch wirklich bezahlen musste, extra irgendwie so. Oder irgendwie. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja Dingens den ersten Metal Gear Solid 1 und dann 4 und Ground Zeroes nur im durchgespielt da. Rising hatte ich mal Zeit, lang gespielt. Rules of Nature! Ah, ja, Mann! Ein fucking Metal Gear Ray in die Luft schmeißen und zerstören. In der Luft, ne? Ja, in der Luft aufstützen. Und das ein Intro, Dev. So my boy! Spiel mal starten. Das ist doch super. Super. So geht das eigentlich.
ein Ass, ey. She's on the other side of that collapsed building. Go! Der Modus steht einfach durch. Roots of Nature, das ist einfach. Oh, Mann. Die was? Achso, da ist ein neuer Schmücker. Da liegt der Motor zu schnell. There! Get him! Mal hoffen, dass da nicht der alte Bug passiert, wo er im Boden feststeckt plötzlich. Passiert es? Nein! Hurra! Yeah! Ich glaube, das habe ich vor längerer Zeit gefixt. Okay, sollte er nicht eigentlich hier? Nein. Klappt leider nicht so durch die Gitterstäbe so gut. That damn new Jeep! It still works? In Metal Gear Rising, als es released wurde, PC jedenfalls, ich weiß nicht so, ob das bei den Konsolenteilen auch so war. Da gab es einen Bug, wo dann halt Sundowner erstmal im Boden feststeckt und dann nicht weiter wegrennen konnte. Und danach mit Ray wenn man gegen die Schlitz. Einfach immer das Schlitz. Alles wieder gesagt. Ich kann ja mal so mal auf Sounds reinmodden einfach. Und alle Sounds gegen irgendwas setzen. Den Typ mit seinem Mund macht. Und aber so. Deswegen ist halt, wenn man dann vom Metal Gear Ray gegen den Glockenturm geschleudert wird, dann war der Glockenturm plötzlich nicht da. Und dann musste dann das Spiel neu starten, weil es dann einfach war. Oh, ich habe auch gesehen, dass solche Bugs auch damals anscheinend viel passiert ist. Und auch im Restart des Games gefixt wurde. Ich denke, das haben sie selbst schon gefatcht. Das ist halt nicht passiert. Toll. Das war dann sehr viel geklappt. Obwohl ich jetzt halt gerade wirklich mit einem Horny Stick gebombt. Das ist dafür, dass er mich gebombt hat mit seinem Arm. Oh nein! Das ist halt, wenn die Musik noch nicht aufhört und dieser Score-Screen noch nicht kommt, dann weißt du einfach, es geht noch weiter. Aber es ist das einzige in meinem ganzen Spiel, dass sie das machen. Ich hasse oh, nein, solche Momente. Ich hasse solche Momente. Hat zum Glück direkt einen Checkpoint. Natürlich hat es glücklicherweise einen Checkpoint, aber. Ah, verdammter Scheiß! Ich hasse das! Vor allem, man muss immer wieder neu starten, wenn man nur einmal getroffen wird. Ich wurde da glaube ich noch nie getroffen, der Sequenz. Aber ich habe voll die Probleme mit dem Bosskampf weg davor. Ich wurde nicht mehr getroffen! Ryan hat einfach keinen Bock gehabt. Nee, er hat gesagt tschüss. Der Rest der Stunde hat er damit verbracht, dass ich halt die ganze Zeit runterfalle vom Scheiß. Einfach immer so, yeah! Ich war auch Content. Ich bin nicht froh. Fuck. Oh yeah. Er kann von den Raketen getroffen werden, aber der eine Laserstrahl wäre zu viel. Ja, man, es ist ein Laser. Hey. Mit S statt mit Z. Laser. Laser. Wow.
Laser. Es ist endlich mal tot. Figur. Ja, das ist schön. Für B dead. Shit, Mann, ey. Hey, die Vorstellung komisch, dass einfach durch diese lange Straße in der Stadt gerannt ist mit dem Soldaten hinterher und niemand hat je auf ihn geschossen. Ich glaube, ich habe jetzt... keine Ahnung, wieso. Es ist auf meinen Desktop gerannt. Fette McFettfette, ey, und seine Gesichtszüge. Hey, ja, ich will das... Ich will, dass Sundowner das neue Maskottchen von McDonald's wird. Er ist schon das Maskottchen von Coca-Cola. Ach so, okay. Ja, das passt auch. Ja, es gibt halt einen Meme mit Skins. Modded Skins, dass Raiden in Grey Fox Kostüm Pepsi Man ist und Sundowner Pepsi mit Coca-Cola Kostüm Coke-Donor ist. Als Pepsi-Man erstmal irgendeinen Premierminister retten. Natürlich. Von Land. Ja, yeah, man. Und dann gegen Donner kämpfen. Und dann überreicht man. Und dann überreicht man ihnen eine Pepsi. Natürlich. What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. Port, head down. Our jobs. Das ist doch auch tolle Sache. Kollateralschaden. Oh shit, man, jetzt ist. Keine Sorge, Sam, richtig. Nur sarkastisch. All we're saying. Give war a chance! Oh no. No! Weg damit. Die cheesy Dialoge in Metal Gear Rising sind einfach das Beste in Cutscenes. Es macht sich schon wert hier, die einfach anzusehen. Die einfach nur zu gucken. Off he goes. Hat ihr eigentlich die neuen Memes gesehen? Nein, ich versuche keine Memes. Revenge Status? Nein. Nein. Es gibt momentan so viele Memes im Moment in der Ryan King. Getting Sam gekämpft. Ja. Irgendwie gibt's doch zu jeder einzelnen Kleinigkeit. Ja, ich hab jetzt halt. Ich versuch die halt nicht anzuschauen oder schau die allgemein nicht an, weil die sind so langweilig und so einfach geistesbehindert, weil alles was die machen ist halt, guck mal, wir schreiben genau das hin, was die Charaktere im Spiel sagen, lach mal, das ist lustig, aber es ist überhaupt nicht lustig, wie man lacht. Und jeder, der das anschaut lustig findet, hat einen Lachschaden davon. Not half bad. Still. Your technique lacks something. Momentan nicht. Oh no. Hey. Gonna be a rising.
gerade mit der Jasmine, Sam und vor allem Armstrong. Ja, Armstrong sowieso. Und auch irgendwie das eine Dings dann mit der Memes, das are the essence of life. Das ist auch irgendwie so ein Meme da. Das ist halt irgendwie so Politics, Religions, it's all a joke. Memes, essence of life. Ja, ich bin mir halt immer noch ziemlich sicher, dass er das nur sagt, weil Meme ist ja einfach nur eine Abkürzung für das Wort von Meaning. Und deshalb hat er, deshalb denkt er vielleicht, dass einem halt Politik und das andere Zeug halt einfach keinen Grund so im Leben gibt, sondern du musst ja halt einen anderen Grund suchen so. Und vielleicht sagt er das halt deswegen. Ich glaube, er meint halt nicht die Internetbildchen, sondern das Meaning halt an sich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Meaning meint, aber natürlich ist es das Internet. Natürlich verstehen dann Leute Memes als die ganzen Witze da. Ja. Ja, leider. Ich meine, wenn Leute damit Spaß haben, okay, aber ich habe damit keinen Spaß, wie man vielleicht merkt. Ich finde es sowieso komisch, dass bei dem Spiel das so übergememt wird schon im Grunde. Dass es wirklich schon fast jeder Kleinigkeit ein Meme gibt. Das liegt vielleicht daran, dass die meisten Dialoge extrem schief sind. You deny your weapon its purpose. Nein, das stimmt schon. Gerade das hier ist aber dran auch. Oh, es ist ein Pirat geworden. In the blood of your enemies, but you hold it back. No. Na, das steht tatsächlich in der Titel, ne? Sie halt das Zeug. Raiden the Pirate. Yarr, the TT, you are a pirate. Captain Hooks Origin Story, wie er seine Hand verloren hat. Gegen Peter Pan. Oh shit, Mann. So hab ich's auch nie gesehen. Willkommen zurück in Metal Gear Solid 4. Oh, ja, nicht schon wieder. Right. Callback zu Metal Gear Solid 4, wo er sich seinen rechten Arm abgeschnitten hat, um freizukommen und dann Snake zu helfen. Nicht von einem riesigen U-Boot oder so zerstört. Kriegsschiff, glaube ich, war das. Ja, Kriegsschiff wurde ich bei. Ey, ich hab's nie gespielt. Ich hab nur Cutscenes hier und da mal gesehen. Ich kenn ihn nicht treffen. Oh nein! This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. It's over 9000! Gehen das nicht beiden. Lustiges Fun Fact bei Jetstream Sam ist, dass sein rechter Arm ist sein einziges Cyborg-Implantat. Oder Prothese halt. Ansonsten hat er gar keine Implantate oder sonst was, er ist halt purer Mensch. Ist einfach super krass. Er hat halt einen Kampfanzug und ist halt super krass drauf. Vielleicht nimmt er Down you go!
Money! Dann einfach noch mal drauf schießen. Naja. Doch nicht. Naja, mit den Heavy Machine Gun weiter schießen können. Die feuern mindestens Kaliber 50 Browning Machine Guns. Und das ist schon halt panzerbrechende Munition an sich. Und könnte vielleicht schon ein bisschen Schaden an dem Flugzeug machen. Wer weiß. Wir sind aber auf jeden Fall mit dem Intro durch. Und das ist schön. Yeah. Ja. Doch nicht schlecht. Da wäre es auch nicht. Warum ist meine Maus weg? Ganz schön. Die Wege gibt's ja auch so. Einfach bei New Vegas gibt es ja auch so diese 50er Kaliber Munition da für so ein Scharfschützengewehr da. Gibt es natürlich Mods, womit man dann so eine 50er Kaliber MG haben kann. Und im Spiel gibt es ja so verschiedene Arten von der Patrone. Gibt dann so Brandmunition und Explosionsmunition. Die Panzerbüchse oder auch NKM Imperial Rifle. Im Grunde genommen ist es die Hackate Gewehr von Frankreich. Ein ja. Ist halt auch ein echtes Leben ein Antimaterialgewehr halt. Ja. Einfach nur halt dann dieser so ein MG da mit 90 Schuss und dann mit einem explosiven Geschoss halt, dieses lustige Kombi. Ah ja, der Doktor aus der DDR da, das ist großartig. Ja. Der gute Spiel. Natürlich braucht das Spiel auch einen deutschen Wissenschaftler. Natürlich, das Spiel kommt aus Japan. Ach, Japan. Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand? That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Welcome down. I see you have. 3 mics out, closing. Ja, ich denke, die ganzen Wannabe-Kommunisten-Fangirls, Boys, die sind jetzt vielleicht ein bisschen getriggert. Ich sehe, was aus der DDR kommt, und einfach sagt, ich liebe Kapitalismus. Ja. Das habe ich komplett vergessen, dass er das sagt. Das habe ich auch total vergessen. Warum gibt es keine Memes über ihn? Das ist so deutsch, scheiße. Ob das noch Leute kennen. Leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out just for... Doch, New Game Plus, wir überraschen, würden wir es nicht schaffen. Sorry. Ready for insertion. Ey, ich dachte, das ist auch Kevin, actually. Nach all den Jahren finde ich, dass das immer noch ein ziemlich epischer Shot ist. Das sieht ziemlich gut aus. Ich weiß das irgendwie.
als das Spiel, glaube ich, mal auf dem PC rausgekommen ist, haben irgendwelche GameStar-Typen das mal gespielt. Die hatten irgendwie gemeint, das sieht aus wie ein PlayStation 2 Spiel, aber... Wow. Haben die jetzt ein PlayStation 2 Spiel angefasst? Kann ich nicht. Nachdem Raiden so hart abgekackt hat, hat man Umkleidekabine aufgesehen. Grave Fatz aus dem Toten wiederbelebt, damit er zweiten Mal. Ich zeig nur noch einmal kurz ganz schnell die Katze hier, weil die Katze passt auf uns. Yo, was geht? Ninja-Katze, ey. Die können selbst in Cyborg-Ninjas ausweichen. Ein Stealth-Anzug. Oh, wenn das Spiel eine deutsche Synchro gehabt hätte, ey, das ist eine großartige. Soll ich nur auf Deutsch spielen? Wenn es dann genauso trashig wäre wie wir bei Metal Solid 1, ey. Revolver Ocelot. Zu ihren Diensten. Ein Stealth-Anzug. Nein, das ist tatsächlich also, ein Tarnungsanzug. Ich hab tatsächlich ein Stealth-Anzug. Ja. Oder du bist also ein Hacker. Intel, ja, das kann man so sagen. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm-hmm. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. Aber weißt du, was hier halt scheiße ist? Du spielst das durch das Intro, siehst dir dann elendlange Cutscenes an, bist dann endlich im Spiel, hast deinen ersten, Encounter mit Gegnern, nachdem du ein paar Schritte gelaufen bist, und jetzt wieder lange Cutscenes. Vending machines full of blood. Wie man es halt von Metal Gear kennt. Easy there, Dracula. Danke, Metal Gear. Like I said, there's still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Hiskel, let's get to work. Time to increase the peace. increase the peace. Yeah. Only with the elimination of violence can we achieve world peace. Ja, stimmt, es ist hier doch against the Ninja, es ist einfach against the Jetstream Sam. Er ist auch ein Ninja. Bad, we're killing people who murder people because murdering people is bad. Increase the peace. Boris. Credits von Boris in the Hook kommt es vor. Yeah! Was dagegen, wenn ich diese, überspringe? Geht es überhaupt? Ja. Man kann sie vorspulen. Ah, wusste ich gar nicht. Voll praktisch. Auf jeden Fall. Es gibt ja nur einen ganz kleinen Hint. Und zwar, wenn du über die Kamera halt schaust, von den Gesprächspartnern. Dann siehst du da halt ein kleines Button, den Y-Button vom Xbox, das dann halt sagt, ja, kannst du überspringen. Lustig ist, ich spiele halt auf Controller, auf den PS4-Controller. Aber ich habe halt den Controller assist. Oh yeah. Das ist dann halt mal vergessen. Muss aber noch funktionieren. Yep, ich bin halt gut. Aber hey, Stealth! Finde der PS4-Controller finde ich immer noch ist der beste Controller für solche Hack'n'Slash-Spiele. Also Devil May Cry hat mir mehr Spaß gemacht mit dem PS4-Controller als mit dem Xbox One-Controller. Ja, finde ich halt. Es hängt aber auch vom Spiel ab, also Ninja Gaiden 2 ist bisher das einzige so Hack'n'Slash-Ding-Spiel,
was ich gespielt habe, was mit dem Xbox 360 Controller auch gut geeignet ist. Bei anderen Spielen irgendwie, na, hat sich nie gut angefühlt. Und das Hauptproblem ist eigentlich nur das Anvisieren, was ja mal häufig auf einer Schultertaste ist. Die aber so auf einer oberen Schultertaste. Es ist beim Xbox-Controller echt nicht so angenehm, das da überhaupt gedrückt zu halten, als auf dem PlayStation-Controller. Yeah. So, Zivilist gerettet. Wow. He escaped to death, Raiden. Let him know he is safe. Thank you. I will not forget this. Schön. Und da geht er. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht auf Wänden laufen kann, wie es einmal hier halt, glaube ich, mal gezeigt wurde. In Trailer und im Cutscene sogar. Aber das Spiel an sich ist trotzdem spaßig. Nein, nicht diese Kuhviecher aus Metal Gear Solid 4, da. Die werden lustigerweise die Geckos zimmern. Der Grund, weshalb sie anscheinend anfangen können, Kühe oder so sonstiges, ist, soll irgendwo ein psychologisches, Kacken die eigentlich in dem Spiel auch wie im vierten Teil, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich so war, aber ich meine, im vierten Teil, da kacken die auch unter anderem. Ich hab keine Ahnung, aber ich hab keinen Gakko hier gesehen, der kackt in Metal Gear Rising. Das ist irgendwie strange. Yep. Soweit ich weiß, bei den Geckos ist halt, bevor sie da sind, hast du erstmal das Geräusch von irgendwelchen Grillen, die zirpen oder so, Zikaden, die Geräusche machen. Und wenn sie halt da sind, dann muhen sie herum. Und wenn sie laufen, sollen sie irgendwelche Pferdegeräusche machen. Anscheinend. Und der Grund, weshalb man das so gemacht hat, soll angeblich so sein, dass es halt irgendwie psychologisch sein will, dass die ganzen Geräusche Leute an, keine Ahnung, Sommer, an der Farm oder sonst was erinnern soll, damit sie sich selbst in Sicherheit anfangen zu denken. Keine Ahnung. Und dann halt von den Geckos überrascht werden, aber Entschuldigung, wenn ich so ein riesiges Vieh sehe, das Mut, dann denke ich nicht an einem fucking Sommerfilm. Muss ich auch, was auch immer sich Kojima da wieder gedacht hat. Ja, sowas ähnliches gab's auch wirklich. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, da hatten die deutschen Bomber solche Turbinen angebracht bekommen, damit sie solche Geräusche machen, um den Leuten am Boden Angst einzujagen. Oder auch im Vietnamkrieg, da haben zum Beispiel die US-Soldaten im Hubschraubern immer den Valkyrenritz gespielt, um die Vietcong zu erschrecken. Natürlich, um mal Angst zu machen, aber hier war angeblich, dass Nur leider hat das erst dazu geführt, dass die Vietcongs die Hubschrauber besser treffen konnten. Also, soweit ich weiß, hat man in Vietnam auch vieles andere an Taktiken benutzt. Zum Beispiel die Ace of Spades Karten und so weiter. Die dann halt, Wie Ace of Spades? War doch irgendwie so ein League of Legends Ding, Lied irgendwie so. Nein, von das, da. Nicht League of Legends, von Motorhead, ja. Ah, Ding, ja, was auch immer. Ace of Spades, the Ace of Spades. Okay, ich sollte aufhören, solche Lieder zu singen, weil ich, mach doch nichts, um diese Lieder zu begleiten. Glorios. Ja, Existenz, zu beleidigen. Aber ja, soweit ich weiß, haben sie halt diese Karte, die Ace of Spades, halt auf die Leichen von Vietcongs platziert. Für auch so psychologischen Dings.
Aber was sollte das denn bewirken überhaupt? Keine Ahnung. Ich kann dir aber nur sagen, die Hersteller von diesen Karten hatten da aber eine ganz glückliche Zeit. Weil eine Menge Soldaten und so weiter haben solche Karten bestellt, um halt sowas zu machen. Was ich auch noch weiß, ist, dass sie halt irgendwelche Tonaufbänder und Geisterspielchen irgendwelche Schauspieler auch mitgebracht haben, die sich dann als irgendwelche verstorbenen Vietcong-Geister-Soldaten ausgeben sollten, die dann halt den Vietcongs halt sagen sollten: verlass diesen Wald, geht weg. Um halt auch Angst einzujagen. Das haben die teilweise Amerikaner auch sowas ähnliches gegen die Japaner im Zweiten Weltkrieg, im Pazifikkrieg gemacht. Dass sie halt den Aberglauben der Japaner ausgenutzt haben. Yep. Der psychologische Krieg hat den Vietcong-Krieg und Zweiten Weltkrieg auch halt sehr groß gemacht. Und hat ihn inwiefern ihren Glauben oder ausgenutzt da? Ja, da die haben da also irgendwelche lokalen Geistergeschichten und sowas ausgenutzt, und um denen da Angst anzujagen. Nur so, ja. Bei dem Bosskampf, als ich das gespielt habe, kam ich echt, war es echt in die erste Stelle, wo ich mir dachte, boah, Alter, irgendwie nervt mich das Spiel. Weil ich einfach diese Blockiermechanik da einfach noch nicht gemeistert habe, und es hat mich einfach dann so genervt, einfach. Weil das Blockieren ist ja irgendwie, man muss ja immer in die Richtung von dem Typen da ja den Stick da bewegen, ja. Und so alles und. Ach Gott, ey. Das war echt nervig, das so abzustimmen. Die nervigsten Gegner, die ich finde, sind die, die dich grappeln und dann du da eigentlich so einen Quick-Damage-Event machen musst, um davon loszukommen. Meistens funktioniert das bei mir nicht, weil ich mir auch zu wenig Zeit gelassen habe, das Quick-Damage-Event zu gehen, weil das ein nerviges. Ja, das finde ich auch irgendwie am nervigsten an dem Spiel, wenn dich ein Gegner gestunt hat oder so, und dann musst du den Analogstick ganz schnell bewegen. Und das Problem war, mir war nie klar, ob ich den nach links und rechts überhaupt bewegen muss, oder ob ich den kreisen muss, oder ob es egal ist, wie man den bewegt. Ja, ich muss hier mal kurz sagen, wow, das ist jetzt ein bisschen, ziemlich schnell. So, normalerweise erinnere ich mich, dass man ihn in Stücke schneiden konnte, aber hier ist er einfach tot umgefallen. Wahrscheinlich, weil ich es verhindert habe, dass er irgendein Quick-Dam-Event macht. Dann hast du das übersprungen, weil du so viel DPS hast. Yep, ich habe halt diese Big Dick Energy in meinem Schwert. Big Dick and 187 Skills. Das ist dann so Surprise-Butt-Sex und das Sound kommt, wenn man von hinten ankommt da. Woher kommen die Typen her? Die wollten gerade bei dir Surprise-Butt-Sex machen, ey. Die kommen beim Außen gar nichts her, ey. Die waren da. Die waren da. Ich hab's gar nicht gesehen vorher. Wow. Auch eine dieser 10 Gegner, die halt einfach cool aussehen sollen. Die fand ich aber auch nervig, weil du kannst gar nicht, du siehst gar nicht, was ankommt. So. Das Schöne ist, man muss es teilweise nicht, weil der kann so oder so schon an sich halt die Hindernisse automatisch verschwinden. Ja, ich fand das ganz lame. Den geht auch kein Schieben. Hat keine Lust, es zu schießen.
hat gerade Kaffeepause. Ja, es, die Rakete hat Mittagspause. Yeah. Wahrscheinlich, weil ich es mit meinem Schwert zerstört habe, statt mit. mit einem Schlag, Alter. Ist halt das Fox-Schwert. Haha. Richtig krass. You gotta be pretty stupid to try and hide here. Looks to me like Russian spies. Hey, we are just. Well, we can't let him give away our position. Waste him! We'll fill out the paperwork later. Enemy sighted! Nur so. Oh, zwei auf einmal. Irgendwie doch. Ich hab's nie gebacken bekommen, ihn zu retten, weil die anderen ihn sofort abgeknallt haben, bevor ich ihn überhaupt retten kann. Oh man, wie ist das? Dann Alter, was du. Ja, verdammt. Warum sind die Autonomos? So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and... Beste Highlight ist eigentlich nur, wenn der Doktor spricht, ey. Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance of the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Oh, die Verstärkung ist da. Ich finde es sehr angenehm, dass man nicht backtracken muss und tatsächlich irgendwo hinlaufen muss, sondern die kommen einfach. Ja, bekommt nichts mit. Der hat einfach keinen Bock, irgendwas zu machen. Der bekommt halt einfach nichts mit. Steht einfach nur da und denkt so, ganz normaler Dienstag. Ich hör mir mal lieber mein Album an hier. Aufgeschlitzt. Bravo, excellent work. Das Tolle ist auch, du kannst es auch sogar verkacken, den Arm zu bekommen. Du könntest dann halt einfach das Tor an sich aus aufbrechen hier mit dem. Sehr gut. Ja. Schön, dass man die Wahl hat. Entscheidung. Selbst der Typ ist wieder von mir nicht sicher. Wegen Fox-Schwert. No one in his space from me. Du hast die Gegner, die eigentlich erstmal geschwächt werden müssen, bevor du die guten Schwertmodus kriegen kannst. Kannst du die einfach so schon sofort mit einem Schlag schwächen und aufschlitzen. Find ich toll. Das ist aber auch das teuerste Upgrade, natürlich. Zu Recht. Umsitzen. Aufschlitzen. Schlitzen. Cool. Cool. Was machst du so? Alles geht da! Ich muss definitiv noch mal Scary Movie anschauen. Scary Movie 1 und 2 habe ich gerne geguckt. Scary Movie 3, an den kann ich mich kaum erinnern, ehrlich gesagt. War das das mit dem War of the Worlds? Ja. Ah, okay. War da nicht irgendwie, war das Leslie Nielsen als Präsident? Ja. Ich denke schon, ja. Eines der Momente, die ich, an die ich mich erinnern kann und lustig fand, ist, als alles nicht mehr funktioniert hat und so weiter und dann halt alle Leute beschwert haben,
mein Auto funktioniert nicht mehr, meine Uhr funktioniert nicht mehr. Kommt dann halt ein Typ mit Klopapier und runtergezogene Hose und schreit, mein Stuhlgang funktioniert nicht mehr. Und das fand ich lustig. Irgendwie, ich kenne wieder den einen Witz, dass irgendwie so der Präsident wird erzählt, dass die Aliens angreifen, und dann meint er nur so, was? Wir müssen dem Präsidenten davon erzählen. Aber sie sind doch der Präsident. Ach ja, stimmt. Und vor allem, da kann dann noch aus einem Werk kann dann noch ein Terrorist rausgesprungen, der schrie, Tod den Ungläubigen! Und dann hat seine Bombe nicht funktioniert. Ja, yeah, I just dodged a bullet. Und er wurde dann zusammengeschlagen. Alright. I'm heading for the refinery. Hey, ich fand das. Oder war das vielleicht Scary Movie 4? Oder? Keine Ahnung mehr. Ja, hab ich auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich hab noch nie einen Scary Movie geschaut. Was? Naja, cool. Also zumindest den ersten kann man sich mal anschauen. Den ersten, vielleicht auch den zweiten. Oh. Das Tolle ist ja auch, man kann nicht das Haus nutzen. Hat sich einfach weggebeamt. Kann man halt hier das hier auf ihn runterfallen lassen. Bam! Perfekt! Ja, aber nice. Boah, zerstörbare Umgebung, ey. Einfach das voll ausnutzen, ey. So, was ist cool, wenn man die Umgebung so ausnutzen kann? Ah, vielleicht zwei Stolz drauf. Das Ding ist halt, es ist halt teilweise limitiert. Ah, vielleicht zwei wäre trotzdem stolz drauf. Das ist halt eines von den Konzepten, die halt auch genutzt wurden. Vom allerersten Prototyp, also Metal Gear Solid Rising. Statt Metal Gear Rising Revengeance. We intercepted call for backup during your last fight. The colonel's position is on your Soliton radar. Vor allem auch den Prototyp. Das ist weniger als ein Spiel, sondern mehr als eine Tech-Demo und Prototyp war für die Fox Engine. War es halt, hieß er als erstes Metal Gear Solid Rise. Da hat man auch halt eine andere Engine genutzt. Da war nicht jeder Gegner ein Cyborg, da waren dann halt wirklich. Die Gegner waren dann halt wirklich Menschen, das hat man auch da gesehen. Man konnte halt auch so alles schlitzen. Und ich meine auch die Handlung sollte anders sein. Was? Wenn ich mich richtig erinnere, sollte die Handlung auch anders sein. Ja, ich bin mir sicher, die Handlung sollte. Ich meine, die sollte eigentlich vor Metal Gear Solid 4 spielen und auch ungefähr erklären, wie Raiden so zum Cyborg in Metal Gear Solid 4 wurde. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Weil im vierten Teil war er halt auf einmal einfach ein Cyborg so. Ja, und Metal Gear Solid Rising sollte das erklären, wie das passierte. Most likely it is Desperado running security down there. Jetzt ist das einzige, was man einfach nur weiß, ist Edwards einfach. Ja, auch besser, dass sie sich halt hierfür entschieden haben, weil das Spiel ist eigentlich schon relativ ikonisch mittlerweile geworden. Das auf jeden Fall. Platinum Games übernommen hat, weil soweit ich weiß, hatte nachträglich Kojima halt keine Ahnung mehr, wie er das Spiel überhaupt noch so weitermachen muss. Also überhaupt machen sollte. Bis auf die eine Story Vorlage, die er hatte. Und das Game. Watch out! They keep on coming! Ah.
Act of Rising Revenge. Ja, natürlich, natürlich, das ist das bisher einzige Metal Gear, wo wirklich halt wirklich so Gameplay vorhanden ist. So. Oder das meiste Gameplay bietet, so eher gesagt. Das ist halt ironischerweise das beste Platinum-Game. Das beste, was wir Solid spielen. Halt Metal Gear spielen. Ah, ich habe ja gerade mal nachgeschaut, ich habe ja einen Artikel von Polygon gefunden, wo auch erwähnt wurde, dass Metal Gear Rising ursprünglich als die Handlung zwischen Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 4 füllen sollte. Aber nachdem dann Platinum Games die Entwicklung übernommen hat, beziehungsweise übertragen wurde, hat man das hat man die Handlung auf nach Metal Gear Solid 4 verschoben. Finde ich auch sinnvoll, aber ich brauche halt keine unbedingte Origin Story, wie jetzt Raiden zum Cyber geworden ist. Raiden, wait! Und dachte ich einfach so, why the hell not? So, nah, it'll be fine. Ich finde es ziemlich lustig mit Platinum Games, so dass bisher immer die Spiele, was ich nicht mehr gespielt habe, das war Bayonetta, Vanquish und Metal Gear Rising Revengeance. Gut, das sind ja nur zum Teil, aber halt so sind schon okay die Spiele so. Und ja, ging schon. Aber es ist und so, also Bayonetta und Vanquish habe ich da doch schon ein paar Mal wieder deshalb noch mal durchgespielt, aber hab echt überhaupt gar kein Verlangen mehr, die jemals wieder zu spielen. Irgendwie einfach bei Bayonetta irgendwie dieses Gimmick da, dass man ausweichen, dass man nur nach dem Ausweichen im Grunde richtig angreifen kann, oder halt da mit diesem Climax Time da ist da und erst da so richtig austeilen kann. Mit da irgendwie eher Devil May Cry Gameplay besser, da wo man einfach schon bloß so einfach draufhauen kann. Und ja, ich hab irgendwie beide Spiele nie gespielt, so. Platinum-Spiele sind ja auch nie, ich glaube, Rising Revenge ist ja auch so ziemlich das beliebteste Platinum-Spiel wahrscheinlich. Ja, weil, kaum Bayonetta, kam ich schon der dritte Teil von Bayonetta raus? Nee, oder? Oder warten die Leute immer noch drauf? Also ich meine, Rising Revenge hat auf jeden Fall noch keine 10.000 Ports bekommen wie Bayonetta da. Naja, so viele Ports hat Bayonetta nicht bekommen und wenn dann meistens auf Nintendo-Konsolen. Lustigerweise. Naja, das war ja irgendwie zuerst auf die PS3 und 360, dann auf die Wii U und dann später dann für den PC und dann halt da für die One und PS4 dann und dann halt noch jetzt noch für die Switch dann. Wahrscheinlich ist diese Karte nicht aufnehmen. Es hat einfach keinen Bock, als aufgenommen zu werden. Jetzt habe ich das. Wow. Yay. Soweit ich weiß, ist Bayonetta dann später halt auch auf den PC gekommen oder so. Ich weiß nicht mehr. Ja, es ist auch so. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut. Wenn ich es hier richtig sehe, ist Bayonetta nie für die Xbox One gekommen. Kam schon für die Xbox One raus. Man kann es für die Xbox One auf Disc kaufen, da Bayonetta 1. Ah, okay. Vanquish ist dann halt auch irgendwann mal dann halt für die Xbox One und PS4 auch dann rausgekommen und halt da auch für PC auch. Der Grund, weshalb es halt keine Ports von so viele Ports von Metal Gear Rising gibt, ist halt, die Rechte liegen halt bei
nicht bei Kojima oder bei Platinum Games, sondern bei Konami. I can show you a better time than that crusty old bear. Was Konami macht, weiß ich selbst nicht. I am Mistral. Ja, die wollen doch einfach alle nur noch Glücksspiel und NFT. Ja, ich wollte gerade fragen, macht Konami irgendwas mit NFTs? Aber ja, ja stimmt, Castlevania NFT-Dings da haben sie da rausgebracht. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. Weil die durch künstliche Verknappung ziemlich viel Gewinn machen können. Sofern es genug Idioten gibt, die das kaufen. Ja, die Kurve von Krypto und NFT ist doch in der Parabel quasi nach unten gerutscht, so. Gegen Null. Also der Wert von den Dingern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich relativ viele Publisher jetzt auch überlegen, halt, also nichts mehr mit NFTs zu machen. Außer halt so welche, die halt, kaum nicht verstanden haben, wie Square Enix, die halt einfach mal jede Marke verkauft haben für NFTs. Das ist doch bestimmt. Verlierst so viele Menschen, so viele Käufer, wenn du NFTs in deinen Spielen. My enemies fell like domino, one after another. Not ja, schon. Did I feel viele Menschen, die gegen NFTs I was adrift, without challenge, without purpose. At times I even envied my prey. Ich sehe so wieder, wenn das so viele Menschen hier, wenn die hören, dass and jetzt ihr Spiel NFTs haben soll, so dagegen schon protestieren. Und manchmal so kommen wir davon zum Beispiel, Stalker 2 zum Beispiel sollte auch NFTs haben, dann haben die Spieler dagegen protestiert und da haben die gesagt, okay, wir machen das vielleicht doch nichts. Ja, das war Stalker 2. Yep. Protect the weak. Ist das Spiel überhaupt noch weiter in Entwicklung? Müsste noch. Ja, die haben mal kurz Pause gemacht, glaube ich, um zu relokieren. Weil die waren ja, glaube ich, in Kiew und. Ja. Da ist erst der Krieg ausgebrochen und deshalb sind die jetzt, glaube ich, nach Polen und die mussten halt erstmal die ganzen Mitarbeiter und das Büro und so mussten ja alles relokieren nach Polen und dann geht's, glaube ich, weiter mit der Entwicklung. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Aber hey, wer hätte gedacht, dass die ganzen Blockierungen weit oben das ist auch das Einzige, was ich dazu sagen werde. Schlecht gemacht hat. Wobei ist er nie wirklich. Oder? Gab's noch wirklich so. Ja, okay. Es gab ein paar Missionen, die halt in Russland gespielt haben, aber. Naja. Ich mach halt einen Witz davon, ist halt. Ich bin nicht so viel drin, wenn man hier nicht ist. Ich kann auch viel Games machen. Ich kann diese. Alles aus. Krieg in Osteuropa bad, so. Wie wär's mit dir, der Krieg bad einfach? Wir müssen halt. Äußerst schickende französische Frau ihre Chance zu weisen und zu kriegen. Denn wie wir wissen, die Frau darf ja nicht ohne Lob die Küche verlassen. Natürlich bitte. Wer denn? Ja, wir sind also eine Frau, die. ja, ist alles gut dann. Also kann sich keiner beschweren dann. Und wenn sich jemand beschwert, dann sagen wir einfach, ey, das ist voll rassistisch, ey. So kann man es komplett ausnutzen, halt. Ja. Einfach sehr, sehr hohes IQ. Ist einfach ein Big Brain, ne? Das ist meine Rain. Ich finde den von Sundown da immer noch am besten. Ich kann das andere nicht
has to be this way. Ich finde es irgendwie lustig, dass eigentlich, ich glaube, die ganzen Lieder, ich glaube, das sind eigentlich nur Covers von richtigen Songs, die wurden dann angepasst auf das Spiel. Ja, ich hatte irgendwie mal gesucht und es gibt auf jeden Fall Lieder, die genauso klingen wie die hier und auch von den gleichen Leuten irgendwie sind. Aber halt die Lyrics sind anders und die klingen auch ein bisschen anders. Das Tempo ist unterschiedlich und so. Ich muss nochmal gucken, ob ich die wieder finden kann. Also von anderen, die dann gesampelt ist, auch bisschen. Nee, gesampelt sind die nicht aus, sind glaube ich ja Cover. Achso. So, um sicher zu gehen, dass die Frau nicht die Küche verlässt, stecken wir sie dann in die Tiefkühltruhe. Ja. Mistro, report! Your vitals are dropping! I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Shit, him. The two won't go. Shit, him. Mister, you've never. Oh, und the bitch is dead. Also kennt irgendjemand, weiß irgendjemand, was das auf Deutsch gehießen hat? Ja, je t'aime ist irgendwie, ich liebe dich oder so. Ah, okay. That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now they will be free. Bada bing, bada boom. Yeah. Was für ein Sim. Hat sich für die Pussy selbst gesprengt. Ja. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Freigeschaltet. Oh, ich hab schon wieder was freigeschaltet. Okay, dass ich immer noch was freischalte, ist mir interessant. Dabei habe ich das Spiel schon so gut wie zweimal durchgespielt und das ist jetzt mein dritter Durchlauf. So wieder eine Hauptwaffe. Okay. Seven Dead Machete. Ja, ich habe ja eigentlich schon das beste Schwert hier. Fast vollends abgegradet. Jetzt total voll abgegradet. Bisschen obsolet, dies noch zu abzugraden, wenn mein Schwert so oder so schon alles mit einem Schlag zerschneiden kann. Ich meine, ja, dann gehen die Bosse noch schneller kaputt. Bosse werden zwar nicht mit einem Schlag
sterben, aber ich mach trotzdem extrem viel Schaden mit dem. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right. Das ist das Beste am Spiel. Well, just get into the sewer system ASAP. Warum haben sie nicht einfach so einen Anzug angezogen, den er am Anfang vom Spiel angehabt hat? Das wäre am besten gewesen. Ich musste gerade wieder letztens mal wieder an den Witz denken, das hat mich so zum Lachen gebracht. Das war Halbzähl in Polen. Wo ist mein Knoppers? Ich weiß nicht, scheiß nicht warum. Ich finde das so komisch einfach. Ich liebe Knoppers. Let's go. Ich bevorzuge es über Hanuta. Kennen Leute überhaupt noch das? Kennen überhaupt Leute noch das Ding, wie du wisst, dass in Polen mal alles geklaut wird? Kennen das Leute noch? Das war bei mir in der Schule sehr populär. Ich bin mir sicher, das ist immer noch recht bekannt. Kommen Sie nach Polen, Ihr Auto steht schon da. Wie zählt dein Polo runter? 3, 2, meins. Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Hey, es hat funktioniert. Die wollen mit ihm nichts zu tun haben. Stimmt. So kann man sich auch verkleiden. Alright, let's get started. Your mission is to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into the sewer. Das wäre FYI. They're also involved in cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Na, hoffentlich treffen wir noch keinen Ninja-Schildkröten. Da haben wir davor über NFTs da geredet. Es gab wohl letztens in Sachen von Gaming News, da wohl eine Sache, dass jemand irgendwie wohl Retro-Games als NFT verkauft haben, ohne irgendwelche Zustimmung von den eigentlichen Besitzern der Marke da, und dass es noch über DOS-Boxer verkauft wurde, da sie da DOS-Box nicht gefragt haben, ob sie das benutzen dürfen. Gab's da wohl irgendwie so einen richtigen... Gab's da wohl irgendwie so einen ziemlichen Shitstorm da. Das habe ich auch mitbekommen, die haben ja irgendwie so Spiele, die halt die Publisher oder die Entwickler halt kostenlos angeboten haben, was ja dann immer noch Eigentum der Entwickler ist oder Publisher. Ich glaube Blackthorn, unter anderem da, was ja noch zu Activision Blizzard gehört. Genau, und irgendwie der halt andere Dinge halt, ne? Aber also Blackthorn kann man sich kostenlos herunterladen, aber die haben es trotzdem zum Verkaufen angeboten, ohne irgendwelche Einwilligung, genau, von Activision Blizzard.
Und das Problem ist halt, es ist halt immer eine Frage der Softwarelizenz, die halt die Software hat, ob du die halt so weiterverkaufen darfst oder nicht. Und Blizzard hat ganz sicherlich keine Lizenz auf Blackthorn, dass irgendjemand das weiterverkaufen darf, sondern nur die. Und deshalb ja, durften die das halt nicht machen. Aber sie haben es halt trotzdem gemacht, weil die Leute haben keine Ahnung, wie Urheberrecht funktioniert. Und es gab ja auch mal diesen einen komischen Fall von diesen Leuten, die sich irgendwie dieses Dune-Buch da gekauft haben irgendwie. Und da haben die irgendwie gedacht, die können jetzt offiziell lizenziertes Dune-Spiele und so und Dune-Filme und so machen. Und die einfach verkaufen, aber so funktioniert das natürlich nicht. Also die Leute, die sind irgendwie verrückt. Irgendwann ist da los. Also warte mal, Leute haben sich einfach ein Buch gekauft und dann. Ja, es gab irgendwie mal so eine Versteigerung von so einem alten Dune-Drehbuch oder so. Und Leute hatten sich das halt gekauft und hatten dann irgendwie gemeint, sie hätten die Rechte daran und könnten jetzt irgendwie offiziell lizenziertes Dune-Merchandise-Zeug wie Spiele, Filme, andere Bücher und so einfach rausbringen. Aber so funktioniert es natürlich nicht, weil du hast ja nur ein Buch gekauft halt. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Ich hatte einfach das Drehbuch gekauft und das war's. Ja. Man hat ja nicht gleich die gesamte Marke oder so gekauft. Das hätte ein bisschen mehr als das, was da angeboten wurde für das Drehbuch. Das habe ich mir ziemlich sicher, dass es mehr kosten würde. Wie ist der in der Kanalisation gelandet? Das erklären wir gleich. Das wird gleich erklärt. Ja. Oh. Einmal so huge ass motherfuckers hier, ey. Also Cyborg-Dinosaurier. Viel besser. Cyborg-Dinosaurs. I thought they were extinct. Wenigstens muss ich bei den Cyborg-Dinosaurs, irgendwelche fucking Spots, abknallen. Stimmt, da gab's dieses Spiel. Aber echt, ey, dass Leute echt das alles versuchen, um das einfach Geld bei NFTs zu bekommen, ey. Ne, die müssen halt damit copen, einfach, dass sie so viel Geld ausgegeben haben, irgendwie. Yeah, I'm from America. Jetzt sag doch nur rechts links, speichern. George, like Georgetown. George. And just like all damn American schon ist sein NFT gegen Mainz. Yeah. So what are you doing here? In Georgetown, wo sich erstmal irgendwie jeder Bewohner dort einfach Selbstmord gemacht hat. No, I'm looking for bad guys. Our damn Skonta research lab. War da wirklich? Me know me now go back. Hey, you're not one of them. Ja, warte mal, wie viele waren das denn nochmal? No, I guess you're all right. Ah, nee, nicht Georgetown, es war irgendein anderes Ding, was genauso Town hieß, das ist aber nur die Hauptstadt von Guano. Ach stimmt, der Junge da, der wird ja hinterher befreundet mit Sunny, ne? Ah, Jonestown. So hieß das. Snuff us out. And got all the organ. So you ran. Uh-huh. Is she me not a bad-ass robot ninja man? Same as you. Ha! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black lords that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Destroy the child. Corrupt. Alex Jones. Ideas brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. Okay, die Cutscenes in hindsight so. Das sind die Cutscenes echt etwas zu lange. Then that machine come after me and I know the rest.
George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers? Yeah. Yeah. It sounded like a story. That's so... I made sure you'd give one. Agree. Alles klar, scheiß auf jeden Extra-Stuff. Scheiß mal da in Jonestown, da haben einfach 918 Menschen einfach Selbstmord gemacht, ey. Das ist eine erschreckend große Nummer. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. In der Luft. Work, actually. Ja, moin. Und einige sogar gegen ihren Willen. Ging richtig ab dort, ey. Was war der Grund, weshalb die dort Selbstmord gemacht haben? We intercepted call for backup during your last. Irgendwie der Typ, der die Stadt gegründet hat, Jim Jones, war irgendwie durchgeknallt oder so, hat ihm, war irgendwie super paranoid und hat ihm gedacht, dass da wohl irgendwie seine Stadt, meine ich da irgendwie von irgendwie dann überrannt wird von irgendwelchen, von US-Army oder so und dann irgendwie seine Gesellschaft wird irgendwie zerstört oder irgendwie sowas war das da. Da hat halt die ganzen Bewohner von der Stadt einfach gezwungen, da Selbstmord zu machen. Also irgendwie so in die Richtung war das da. Das ist aber, ich müsste das aber auch nochmal nachlesen, so. Ich glaube, der Typ hat die Stadt etabliert so als Gegenstück für den Amerika, was da mit seinem Problem da hatte, mit Rassendiskriminierung und so weiter, wie da war. Hier, Bus, für dich. Ja. Da, der Ort, aus dem George ausgezogen ist. Da kommt der Herr. Ja. Hier hat sein Leben begonnen. Ah, this would appear to be Nein, danke, ich hab keinen Bock auf, Aber es ist der Doktor, nein. Sorry, aber ich will auch bei dem Spiel mal ein bisschen vorankommen, auch wenn der Doktor großartig ist. Oh Mann, ist doch gemein. Ah, scheiße. Andere News zu unserem Lieblingsspiel, Battlefield 2042. Oh ja, da hab ich auch noch was. EA hat wohl bei der letzten, so Zahlen für ihre Verkaufszahlen oder so, Geschäftsberichte. Die haben Battlefield 42 nicht mal als aktives Spiel gelistet, sondern Battlefield 5 als aktives Spiel. Ja, das fand ich auch geil. Also neben Sims 4 und FIFA, das neueste FIFA-Ding da und was weiß ich noch alles. Einfach Battlefield 5. Als aktives Spiel. Ich habe auch einen Post gesehen auf dem Battlefield 2042 Subreddit, weil da gehe ich manchmal hin, weil ich halt lachen will teilweise. Und es gibt irgendwie einen neuen Bug seit dem letzten Patch in dem Spiel, dass der Buchstabe S in ganz vielen Texten einfach verschwunden ist. Das ist das. Da sieht man diesmal einfach so All Dart oder. Ja, ich kann es auch kurz vorlesen. Ich hab den Post hier nämlich gleich. Moment. Ist ja nicht schwer zu finden. Genau hier, kein Buchstabe S im Killfeed, kein Buchstabe S in Sektor oder Destroyed, kein Buchstabe S in SFI, also was das normalerweise heißen sollte. Kein Buchstabe S in SGT oder Ashley. Wie Buchstaben fehlen vom Scoreboard. Wie passiert sowas? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Irgendjemand hat dann geantwortet auf den Post irgendwie, das Spiel wurde von fünf Jahre alten geupdatet.
Wenn ich das so ne Mann hat dann mitgemacht, weil sie einfach nicht mit der, nicht mit der Programmierung vorankommt. Zu wenige Leute haben oder so für das Spiel. Oh Mann, ey. Es wird einfach immer besser und besser. No. Naja, ein neuer Bug halt, dass der Controller jedes Mal, wenn man ein Match startet, nicht mehr funktioniert und man den wieder außen einstecken soll. Okay, jetzt wirklich, wie passiert sowas? Das kann ich mir aber noch eher erklären, als dass der Buchstabe S auf einmal überall steht. Was machen die da, ey? Filmen die einfach nur dumm rum oder was? Oh Gott, ey. Es ist so undenkbar einfach, dass ein Spiel wie Battlefield 2042 einfach so existiert, wie es jetzt gerade existiert, ey. Ja, naja, stimmt, und das kann man sich nicht ausdenken, aber das ist... Irgendwie auch nicht, voll, total strange. Naja, Satoru, ich glaube, das weißt du vielleicht noch gar nicht, aber in Battlefield, da gibt's ja irgendwie seit den letzten paar Spielen irgendwie so eine Mechanik, dass du ja eine... dass dir ja die Munition nur vom Magazin angezeigt wird und die Munition, da kann man nicht, aber wenn du wenn du eine leere Waffe nachlädst, hast du ja dann nur noch so 29 Munition im Magazin, weil eine Kugel in die Kammer geht, ne? Und da musst du ja nochmal nachladen, dass du quasi alle Kugeln zur Verfügung hast. Und in Battlefield 2042, die Leute kennen sich anscheinend so gut mit Schusswaffen aus, oder haben halt, das ist halt einfach ein Bug wieder. Da ist es beim Revolver genauso. Das heißt, wenn du 6 Schuss beim Revolver nachlädst, hast du auf einmal nur noch 5 und dann musst du nochmal einen nachladen, weil ein Schuss in der Kammer ist. Hast du dann im Grunde genommen 7 Schüsse, wenn du halt nochmal nachlädst und so weiter? Na, da bin ich mir gar nicht sicher, das kann schon sein, ja. Weil so funktionieren Revolver natürlich. Ja, natürlich. Aber nee, ich glaube nicht mal, dass so ein... Ich glaube, du hast da noch nicht mal einen extra Schuss. Ich glaube, die haben das so komplett verkackt einfach. Das hört einfach nicht auf, ey. Ja, ich spiele halt lieber 2142. Ja, das ist besser. Ich will mal kurz warten, bis der Alarm runtergeht. So. Alarm! Alarm! Auf einmal bringt einfach ein Bett her, ey. Und einer ist müde. Ist halt neben dem Spruch, weshalb liegt die Strohhum eine der bekanntesten Porno-Dialoge. Ach, da muss man rein. Gut. Gott, verdammte Scheibenkleister. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Ja, das ist gut. Das ist gut. Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs, guess who shows up? Patch it through. Right away. Hey, guck mal! Alter, was ist ein Big Chunk? Ah, das ist Dings da, das ist... Fuck, wie hieß er nochmal? Das ist Kingpin aus Spider-Man. Oh shit. Das ist doch genau so ein Big Chunkes Typ. Ach stimmt, das sieht ja... Ja, stimmt, das ist auch so.
Kingpin aus Spider-Man oder Daredevil, halt Marvel, der ist ja so schon ein Thick Boy. Ein richtiger Big Chungus. Aber in Spider-Verse, holy shit, was hat man mit seinen Proportionen gemacht? Es ist einfach wie so ein Rechteck, ey. Ja, bei Spider-Verse, was fährt man nicht nur mit seinen Proportionen, sondern allgemein mit der auch noch mit der Framerate des Films, ey. Was hat man damit gemacht, ey? Halt. Wo ist sein Hals abgeblieben, ey? Der ist so ripped, der Hals hat so viele, der ist so muskulös, den sieht man gar nicht mehr. Der ist einfach in den Körper reingewachsen, so. Da fällt mir halt nur der eine Spruch von eins von Penguins Videos. Hey, my name is Mr. No Neck. Knock knock, who is there? Not my neck. Let me see you out. Ich dachte, es war die Tür. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Vielleicht sollte ich einen Mod runterladen, wo man Gray Fox Skin. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. Definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. Pepsi Man. Ja, und dann ist die Mission von Pepsi Man einfach die gesamte Welt zu Pepsi zu machen. Hm. Ja, Und dann einfach. Schon eine ziemlich coole Folge dazu gehabt zum Pepsi Man. Ja, die Pepsi Man Folge war ziemlich gut. Das der hat ja sogar den Schauspieler gehabt, der im Spiel war. Ja. My brain is Pepsi. It's all those cans. My wife. My children. Ich fand die Terminator Referenz toll. Yeah. Ja, dann halt einen Mittelfinger zeigen. So fuck your asshole. Ja. Pepsi, wie war's nochmal? Pepsi for Pizza. Oh, Pepsi ja. For TV Games. Es wurde nie erklärt, was Pepsi for TV Games bedeutet. Ich meine, ich hab's nur mal gelesen, mal so ein Kommentar. So TV-Games ist wohl einfach die so aus dem Japanischen übersetzt für Videospiele halt, so einfach deren Bezeichnung so. Videospiele anscheinend. Maybe the coordinates you sent us were off? No way. You think? I don't know. Thanks. Ja, kein Bock. Und dabei ist das Pepsi-Man-Spiel an sich eigentlich nicht mehr so derbe gut, eigentlich. Es ist einfach nur hardcore schwer halt einfach. Es ist einfach nur Lauf und sammle Pepsis. Und halt ziemlich stark auf Ritual and Error ausgelegt. Dass du nicht einfach mit einem Ninja-Wand über den drüber rennen kannst, ist mir auch fraglich, aber. Ansonsten noch.
Auf der Xbox gab es wohl irgendwie letztens so ein krasses Problem mit Xbox Live, dass Leute nicht mal ein Singleplayer-Spiel starten konnten, ohne angemeldet zu sein bei Xbox Live. Also, und das war nicht nur für die Xbox One, sondern auch für die Xbox 360 wohl so einfach das Problem. Sehr schön. Also, keine Ahnung, was da wohl abging, aber naja, das ist einfach, dass man nicht mal ein Singleplayer-Spiel konnte man da starten. Dead Space 1, was ja kompatibel auf der One ist, das konnte man nicht starten ohne Internet. Da hat Dead Space 1 irgendwelche... ...gezwungen, bis dich an einem Online-Dienst, das nicht mehr funktioniert, anzumelden, damit du ein Singleplayer-Spiel spielen kannst. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoe-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal, one of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Marshal, this is... It won't even... So we heard... We need... No, Colin... Mark! I didn't... Well, Jesus Christ. Rosten, wusstet ihr, dass es einen Nachfolger zu Overwatch gibt oder geben wird, bei der Entwicklung ist? Ja, ich habe mitbekommen, dass irgendwie eine Beta läuft. Ja, ist Overwatch 2. Ja, kompletter Schrott. Ich habe da eine Menge gehört, dass es nicht schön sein soll. Dass es eigentlich halt einfach nur ein schlechter Reskin von Overwatch 1 ist. Halt nichts Neues hinzufügen. Beziehungsweise halt mehr sogar schlechter aussehen. Ja, das Einzige, wofür du halt bei Overwatch 2 bezahlst, wird halt hauptsächlich der PvE-Inhalt sein. Also so ein, ich glaube, die machen ja irgendwie einen Story-Modus oder so. Aber ich glaube, niemand hat wirklich hier viel PvE in Overwatch gespielt. Und der Multiplayer, den die Leute normalerweise spielen, den kann man halt immer noch mit Overwatch 1 weiterhin spielen. Und ist halt mit Overwatch 2 natürlich kompatibel. Das Einzige, was halt mehr Spieler anders ist für Overwatch 2, ist dann halt irgendwie UI und so und, keine Ahnung, neue Charaktere vielleicht, ich weiß es nicht, das ist irgendwie total komisch gemacht. Also ist Overwatch 2 mit der einfach nur Overwatch 1, ohne große Änderungen. Ja, weil die kompatibel sein müssen miteinander. Ich glaube, du solltest dir halt Overwatch 2 nur kaufen, wenn du halt auch den Singleplayer spielen willst. Oder einfach Overwatch 1 noch nicht gekauft hast. Ja, oder das. Ich habe Overwatch 1, aber ich habe seit dem Blitzchung-Event aufgehört, Blizzard-Spiel zu spielen. Ich habe Overwatch nur Beta, Gratis-Beta und dann gab es auch noch ein Gratis-Weekend, heute auch noch gespielt. Das war's dann aber. George! Ich hab da auch nur mal so über ein gratis Wochenende mal gespielt, fand's nur so, joa, ich fand's geht. Okay, aber ich würde jetzt halt nicht mein ganzes Geld dafür lassen, dass es ein Multiplayer ist. Und der PvE meine ich, von dem ich gehört habe, der war hier. Nur wenig. Surrender! Or decide. The needs of the many, or the needs of the few. Right in. Don't worry about me, now. Quiet, pendejo! Surrender. I won't ask again. George. Are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting! What if we can take this scunt to hell with me? Quiet! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Was ich nicht verstehen kann, Raiden könnte einfach das Glas aufschneiden und dann sein Schwert auf den Doktor schmeißen.
Ich bin mir ziemlich sicher, er würde alle helfen retten. Aber hier rettet er dann nur George und lasst die anderen Kinder verrecken. Er hätte auch, hätte er nicht mit dem Doktor verhandelt, hätte er einfach auf ihn zurennen können und ihn halt einfach killen können und dann da so schreiben können. Brighton ist halt jemand, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Also er hätte einfach beide ganz easy retten können. Aber ja, was soll man machen? Anime-Logik. Ansonsten, weil, ja, Ding, es gab ja noch irgendwie noch so ein Spiel, das war ja, das hieß ja irgendwie Babylon's Fall oder so. Keine Ahnung, was es mit dem Spiel war. Ich glaube, war das nicht mehr so ein Square Enix Spiel oder so? Oder? Ja, so von Square Enix und von Platinum. Ja, irgendwie, also scheinbar spielen das halt so wenige Leute, dass einfach mal die Spielerzahl auf Steam einfach auf ein Mal stand. Ja. Auf aber einen derzeit, einzigen Spieler. Ja, derzeit ist es aber um einiges höher. Ja. Das sind jetzt von 18 Spielen auf Steam. Wow. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farooq Salam. Ganz ehrlich, the meeting is viewed as an attempt by the US to strengthen relations amidst a surge. Es ist aber kein Roguelike, es ist auch ein Hack'n'Slash. Ach so, ich hab gehört, dass ein Roguelike-Spiel. Nö, das ist so ein Koop Hack'n'Slash-Ding. Also Babylon's Fall oder Dead Cells? Babylon's Fall. Dead Space ist Roguelike, ja. Ich meinte Dead Cells. That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Even here you go while I got them scone in the base. Why the rasa you not take me with you, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. Killing is not a fun and game. Let me just kill everyone in this block. That's all I needed to hear. Blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. We are real, motherfucker. Life of the right is the power. What is this, Kernia? You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their hearts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, I... Hold that thought. Fuck you, asshole! Das ist schon ein ganz schön krasses Auto. Das hätte ich auch gerne. Es ist schade, dass ich momentan keinen Führerschein habe. I will patrol ahead.
Military Cyborg! You are not licensed to operate in this area! You're in violation of state and federal law! Guess you better arrest me then. AT3-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Ist irgendwie komisch, dass sie sagen, dass sie tödliche Gewalt benutzen dürfen, aber dann stecken sie die Pistolen weg und nehmen die Schlagstöcke raus. Ja, es macht keinen Sinn. Die wollen halt einfach, ihren Moves angeben. Hey, der hat wenigstens die richtige Idee. Er nimmt einen Raketenwerfer. So schade, dass sie ihm nicht viel benutzt haben. Die nehmen die Schlagstöcke wahrscheinlich deshalb, weil Kugeln einfach viel zu schnell werden. Weil von der Art, wie er gesprochen hat, war das schon so einer, der gerne Leute leiden sieht. Und wenn er die halt erschießt, sterben die halt sehr schnell und wenn man halt nur auf die einschlägt, hat man mehr Spaß mit denen. Kann ich auch sein. Und das kann auch sein, dass, die Schlagstöcke sind ja elektrisch so und er ist ja ein Cyborg, das heißt, vielleicht stellt es ihn noch besser aus oder so. Ja, ich würde aber auch sagen, dass halt Raidens Cyborg-Körper halt zu stark gepanzert ist, als dass ihre Kugeln halt wirklich irgendwas benutzen können würden. Und die Schlagstöcke waren halt hier, wie ich schon gesagt habe, elektrisch. Somit halt vielleicht irgendwas auslösen. Na. Irgendeinen besonderen Schaden. Ich möchte nur mal kurz anmerken, meine Minimap ist auch total verbuggt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist etwas falsch, irgendwie. Der Hintergrund passt nicht so ganz. Ja. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung, aber das ist schon seit dem Super-Level so. Ein Bug, den ich bei meinen letzten Run auch schon hatte. Und ich glaube, die werden auch dann auch nie wirklich fixen, leider. So oder so, es ist wenigstens ein kleiner Bug, es ist nicht so wichtig. Metal Gear Rising ist so oder so eher linear als offen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Ja. Riders, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training. They'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Hmm. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. So you succeed. Just look. You won't. And you're there. It goes. You do. They. Yeah. Well then. No. I'll do. I don't expect dialogue to happen. Ja, ist okay. Ja, verstehen wir. Ich kann diese Tür. Ich kann alles zerschneiden. Bis zum stärksten Metall und sonst was. Aber ich kann diese Tür nicht öffnen. Das ist schwer. Das ist einfach so eine Morphungstür einfach. Ich kann irgendwie so ein Kranium. Weil die Hochlizenzschwerter in Metal Solid funktionieren ähnlich wie Vibranium. Nur halt ein bisschen umgekehrt. Statt Vibrationen aufzunehmen, geben sie Vibrationen ab. Zwischen hohen Frequenzen weg von letztlich hoch.
sondern halt die Moleküle, Masse und Verbindungen halt aufgelockert werden und somit einfach durch Materie schnell. Use it to reach the roof. Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Kiste. Was ist denn da? Oh. Na gut, ich... Ja, dann lassen wir es mal. Ja. Er bettelt halt so lustig, dass ich ihn töten könnte. Wenn jemand so sehr bettelt, dann kann ich ihn einfach nicht töten. Er hat sich in der Box versteckt, um am Leben zu bleiben. Von daher, das ist doch so schade. Netter kleiner Gag für zwischendurch. Ja. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, and of course, even so simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, the security procedures are quite poor, quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data, the research. Oh, and of course, your personal safety concern as well. Ich hasse, okay, dass das Spiel dich so hinhalte. Glücklicherweise kann man es überspringen. Okay, die Gespräche mit dem Doc kann man auch überspringen. Ja, das sagt leider nicht immer irgendwas in Deutsch. Das ist, ich glaube, das, so das absurd, ist Kapitalismus ist das Einzige, was auch jemand auf Deutsch sagt. Das ist schon eine gute Idee, diese fliegenden Typen auszuschalten, weil die Nerven teilweise fallen. Mit dem Foxtrot wird es wirklich viel einfacher und angenehmer. Das Spiel des Speedrunnen jedenfalls. Oh shit, man. Das ist mega heavy. Ja, okay. Muss ich erledigen. Das sieht irgendwie jetzt schon fast aus, als ob das einen Gravitationshammer hat. Nee, du. Das ist, der Gravitationshammer ist fantastisch, weil man damit auch einfach so Sprünge machen kann. Man kann ja damit auch, ja, man kann halt in der Luft ja damit schlagen und dann bewegt man sich auch dementsprechend dann halt so weg dann halt. Kann man damit da seine Sprünge verlängern halt. Das ist fantastisch. Ja, das ist die Teil, dass die Lüfter aufhören zu drehen, wenn man halt sich ja schlägt. Ja. Das ist in Unreal Tournament 3 gibt's auch einen Gravitationssammel, haben die da auch eingebunden. Aber da funktioniert auch einiges anders, weil den muss man, also den kann man halt aufladen so. Und man hält halt die linke Maustaste gedrückt, um ihn aufzuladen. Und sobald man irgendwas anfasst mit dem Gravitationshammer, also sobald irgendwo dran schlägt, entlädt er sich dann und haut halt dementsprechend stark zu. Und mit dem Ding kann man halt auch springen, wenn man zum Beispiel selber in der Luft ist und man haut den irgendwo hin, dann
springt man halt in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Dass ich unbedingt machen möchte, noch in dem einen Run. Kotz! Keep rolling, rolling, rolling. Kotz, kotz, kotz. Ich frage mich, ob man auch, kann ich mal kurz gucken, ob ich, hier die Leute da umrollen kann. Keep rolling, 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 what? Keep rolling, 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 what? Keep rolling, rolling, rolling. Irgendjemand sollte mal testen, ob man die auch von dem Dach runterrollen kann, die Leute. Wahrscheinlich nicht. Nein, nein, nein! Schade. Get off! Schade. Ich hab deinen Arm nicht bekommen. Ein Zivilist, der ist aber auch tot. Yo, he did! Ah ne, warte mal, das war nicht so, das war... Yo, holy shit, he did! Das ist aber das Beste. Oh my god! Hier kommen wir gleich zum Aufzug. Hurra. Diese Aufzugsequenz. Ach nee, warte, das ist nicht der das Level. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Einer meiner wenigen gemochten Abschnitte. Alles ist dunkel, ich brauche halt diese Sicht, um halt was zu sehen. Boss hat einfach die Vision. Aber, ja, diese Vision da. Und das Blöde ist halt, die kann mit dieser Sicht nicht sprinten. Ansonsten geht sie weg. Es ist stockduster hier, man kann kaum was sehen. Oh, ist tatsächlich relativ blind hier. Man muss halt diese Sicht hier annehmen. Meine Art zu stealth. Noch besser. Ich würde es cool finden, wenn man halt Waffen ablegen könnte und dann halt einfach mit der Faust zuschlagen kann. Weil die Rising hatten solche Mechanik, mit Fäusten zu kämpfen. Ich bin halt gern jemand, der gerne auch mal halt Faustkampf nutzt und Leute in die Fresse schlägt. Kann vielleicht damit liegen, dass ich halt Türke bin. Einfach in den Gehen so einfach. Einfach lieber mit der Faust draufhaut. Genetisch und geopolitisch veranlagt. Die
kein Schaden. Ezra. Hurra. Also zählt das nicht als... Ah, nee, aber die vier, die sich an dich dran geklammert haben, haben dir dann wahrscheinlich keinen Schaden gemacht. Nee, ich konnte sie ja wegschmeißen. Und die machen dann halt keinen Schaden, wenn ich die noch rechtzeitig wegschmeiße, weil die klammern sich halt an dich und versuchen dann, dich selbst in die Luft zu jagen. Und wenn, aber wenn du die dann halt rechtzeitig wegschmeißt, dann, ja, ist halt safe. Ah, okay. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a short... Do not... Sure, right. Remind me. Right. You have almost reached World Marshal Headquarters. Ich glaube, man kann... Ab einem bestimmten Punkt kann man ein zwischen den Wänden gehen und dann halt irgendwas machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo das wäre. Ja, das ist auch wieder so ein Band, aber... irgendwo ein Schachtel oder so. Achso. Und einer der geheimen VR-Missionen, glaube ich. Aber egal. Ich bin ja schon so gut wie aufgestockten... Items und Vorhaben, kann man halt... Auch halt momentan nicht. Hi. Hello there. Ich hab gehört, Frauen mögen es von hinten umarmt zu werden. Hat es dir gefallen? Muss man so eine YouTube-Prank-Challenge machen, einfach irgendwie nachts oder so. Frauen von hinten umarmen ohne Vorwarnung und dann ist die Challenge, dass nicht die Polizei auf dich gecallt wird. Und wenn, das ist noch rechtzeitig flüchtet. Genau. Ja. Gibt es eigentlich noch so YouTube-Pranks-Videos da? Also, ich hoffe Haufen, nicht. Ich glaube, es gibt immer noch haufenweise Challenges und Pranks und was weiß ich. Ich kann einfach mal die Searchbar Prank eingeben. Oh, Prank, she saw the Bushman and did this. Bushman Prank Awesome Reactions vor einem Tag. Ja, es gibt die noch. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab letztens irgendeinen Prank gehört, wo Leute entweder verhaftet wurden oder sogar getötet wurden. Prank. Ich glaube, jemand hat versucht, hier so einen Prank zu machen, dass er in eine Bank geht und so tut, als ob er die ausrauben möchte und wurde deswegen erschossen. Ich hab's nicht mal gehört. Ja, es passiert halt, wenn du in eine Bank reingehst und ich meine, die wissen ja nicht, ob du nur so tust, als ob du sie ausrauben willst oder sie wirklich ausrauben willst. Es ist aber generell keine gute Idee, sowas zu tun. Nee. Es gab auch hier so eine Prank-Challenge, was weiß ich, wo du halt auf einer Gleise sitzt und halt guckst, dass der Zug halt vor dir stehen bleibt und dich nicht überfährt und so ein Mist. War halt so ein Typ, der hatte halt einen Tisch und Stuhl auf der Gleise und hat so richtig lässig cool auf dem Stuhl gesessen. Er wurde verhaftet, weil halt er den Zug zum Stehen gebracht hat und sich den Arsch nicht bewegt hat. Ich glaube, das Dümmste, was jemals irgendjemand auf YouTube gemacht hat, war das, dass ein Typ sich ein Telefonbuch vor die Brust gehalten hat und jemand anders, ich glaube seine Frau oder seine Freundin, hat mit einem Desert Eagle draufgeschossen und dann... Kaliber 50 sogar. Ja, und Desert Eagle oder was? Ja. Kaliber 50 Action Express. Und er hat so gemeint, so, ja, das wird ja die Kugel schon stoppen, wir machen das einfach als YouTube-Video so und dann ist er natürlich draufgegangen dabei. Was keine Überraschung ist für irgendjemanden. Ich glaube, das war das Dümmste, was irgendwie mal auf YouTube gesehen hat. Stell dir vor, du hast die Kaliber 50 Browning Machine Gun Patrone und würdest sie fest kompressieren zu einer kleinen Pistolenkugel. Das ist die Action Express 50 Kaliber Call. Du hast damit sozusagen eine Antimaterie-Kugel auf
Pistolenform. Also, es ist eine richtige Pistolenkugel. Ich glaube, sogar die größte Pistolenkugel, die es halt gibt. Die stärkste halt. Ja, und dann halt. Ich frage mich halt irgendwie, das ist doch eigentlich komplett bescheuert, weil. Würdest du nicht wenigstens das mal ausprobieren, ohne dich dahinter zu stellen, so? Einfach nur mal, vielleicht sollten wir ja mal dieses Telefonbuch nehmen und da mal drauf schießen, ohne dass irgendjemand dahinter steht. Wie war denn das? Das Beste. Die Ding ist noch, die Diegel war noch einfach aus Golden noch, ey. Ja, die war aus Golden. Einfach damit es einfach noch absurder ist. Mit einer fucking goldenen Diegel, ey. Ja, da meine ich halt also. Sorry, aber es ist halt komplett. Es ist halt basic. Es ist halt basic Schusswaffensicherheit, ja. Dass du halt das Ding nicht auf andere Leute richtest. Egal, ne. Was, aber. Egal, ob die geladen ist oder nicht. Genau, egal, ob geladen ist oder nicht. Du richtest es nie auf andere Leute. Und es ist doch egal, welche Waffe. Das genau, es ist egal, ja. Weiß ich, man kann eine Pistole mit Platzpatronen nehmen. Du richtest es trotzdem nicht auf andere Leute. Es ist einfach so. Selbst Platzpatronen, wie halt von einer Schreckschusswaffe, können dir halt, halt Verletzungen geben und in bestimmten Bereichen sogar tödlich sein. Ja, wenn es zum Beispiel bei einer Platzpatrone, da entweicht ein starker Druck raus. Ja, und vor allem hast du halt immer noch ein Mündungsfeuer und so, und wenn der halt ins Auge geht oder sowas, dann ist halt trotzdem, kannst du halt trotzdem erblinden oder sowas. Soweit ich gelesen habe, ist es halt in der Regel, dass man Platzpatronen von Schreckschusswaffen, dass man die auf, dass die in einem Abstand von 1 Meter halt Verletzungen führen kann. Na, also, das ist halt einfach, manche Sachen sind halt einfach Sachen, die machst du einfach nicht. Ja, ist halt. Das ist eigentlich so Grundwissen einfach. Ja, eigentlich ja. Das sollte es eigentlich sein. Das ist eines der ersten Dinge, die du lernst, wenn du einen Waffenschein machst oder so. Ja, ne, ja, wenn du noch nicht mal einen Waffenschein machst, dann. Du weißt ja trotzdem, was Schusswaffen anrichten halt. Ne? Sollte es Common Sense sein halt. Natürlicher Menschenverstand. Dass eine Waffe nicht auf Leute richtest. Und selbst wenn du schon ein bisschen hier was von Waffen gehört hast, dann hörst du auch ganz sicherlich immer, dass man Waffen halt nicht auf andere Leute zeigen soll. Egal, ob sie geladen ist oder nicht. Es ist echt heutzutage einfach, wie ich die Leute einfach drauf sind. Das ist echt unglaublich, ey. Guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scout him data for the next area. Ey, die Kommentare sind ziemlich selbst. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission. Dieselbe Animation wie auf dem Zug. Genau das hier auch. Ah ja, stimmt. Ich hatte Kopfschmerzen. Davor war es halt, shit, mein Auge, jetzt ist es, shit, mein Kopf. Ich
später wird so nach Arschett mein mechanisches Rückgrat. Muss ich wohl zum Cyborg-Chiropraktiker. Ja, ich laufe einfach mal hier vorbei. Don't mind me, I'm just minding my own business. Das kommt ja gleich sowieso der nächste Bossfight gegen Monsoon oder wie der ist. Ja, stimmt. Geil. Bei dem Typen habe ich dann aufgehört. Da habe ich das Spiel dann aufgehört, weil ich einfach nicht wusste, wie ich da weiterkommen soll. Ich bin dachte, ach fuck it. Das weiß ich noch. Das Gute ist, mit dem Fox-Schwert sind die leicht. Fuck, ja. Stimmt, da war ja eine Sache letzte Woche bei mir. Ich war ja Ding. Bei Albert. Oh ja? Ich war ja bei Albert. Bei Albert zu Besuch. Das war echt cool. Ja, wir haben Dingens einfach Robocop auf 4K angeschaut. Nice. Das ist so. Das war fantastisch, ey. Ah, aber ja, es, also die Ähnlichkeit mit Albert und mir ist echt schon da. So vom Aussehen einfach her, ey. Ja, aber ja, das war echt lustig. My name is Monsoon, of the Winds of Destruction. Yeah, I guessed as much. Insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack? This is the question. Phnom Penh taught me that. Yes, you aren't the only one to grow up on the killing fields. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. Controlled by something greater. Memes. The DNA of the soul. They shape our will. They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they learn to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair. How about full of shit? Is that a meme? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. Na ja, naja, das, was ich da gemeint habe. Also, was ich nicht, es gab schon in Metal Gear Solid 2.
You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good, really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this is a wake-up call to what I really believe, what I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. So richtig höflich. Doktor, turn off my pain inhibitors. What? Von dem gibt's auch so viele Memes von dieser Szene. Madness. Do it! All right. Pain. Jetzt die ganzen, was zeigt, ist von dem konstanten Ripper-Modus, wo man mehr Schaden anrichten soll. Beziehungsweise auch Gegner sofort, wie halt mit dem Cocktail, sofort aufschlitten. Schön. You're the boss. Ich glaube, ich werde den Bossfight machen und you are like us after all. Oh, wenn dann nicht mehr genug Zeit ist, now you're just being nasty. Oh, that nickname you love so much. Oh, hat sich für mich cool an. Kann man das Spiel nächstes Mal durchspielen. Alter, das ist gar nicht mal so lange, schon nur noch. Ich hab nur noch der hier, Monsoon halt heute, dann nächstes Mal wäre ja dann, dann ist, Jasmine Sam. Genau. Und dann halt der Doppelboss-Fight mit halt dem Metal Gear und dann Armstrong. Ja, und dann war's das einfach. Ist dann, was das nächste Mal ist dann für mich so Uncharted Territories dann. Ja, ich blind. Ja. Ah ne, blind Planes, so darf man ja gar nicht mehr sagen. Ach ja, stimmt, da war ja was, weil sich ja Blinde wie angegriffen fühlen. Ne, Blinde haben sich nicht angegriffen gefühlt, weil die können den Titel Blind Place nicht lesen. Das waren nur Leute, die sich für sie angegriffen gefühlt haben. Das ist auch echt unglaublich, ey. Irgendwie haben Leute gemeint, so ja, Blind Place ist ja irgendwie ableist für die Leute, die blind sind und. Dann hat Twitch, glaube ich, irgendwie den Titel Blind Play So gebannt, wenn dein
deinen Twitch-Stream so nennst und so rausgeworfen oder so, keine Ahnung. Oder wo sind die Blender? Das macht doch gar keinen Sinn, das Line steht halt dafür, dass man halt nicht besser. Ja, es ist richtig, aber die Leute, die das gesagt haben, die machen auch keinen Sinn, also. Und Twitch hat dann noch auf die, was zur Fälle? Ja. Everything's corrupt. Es ist sich um so absurd einfach, ey. Hast du es aber echt nicht gewusst, Serda? Dass das irgendwie so ein Ding gab mit Leiden. Ich hab's nicht viel gewusst, ich hab da halt irgendwie nicht mitbekommen, dass Twitch so Bullshit macht. Tja, jetzt weißt du. Komm schon. Ja, hier, hier, genau, hier gibt's einen Artikel da. Genau, blind playthrough was meant to be applied to first time runs through games. Frequently with the implication that streamers did not want chat spoiling key story elements when trying to backseat games. Streamers and other content creators use the term pretty frequently. Recently, however, Twitch removed the blind playthrough tag following concerns about ableist language. Ja, ist halt, das ist wahrscheinlich die Gruppe von Leuten, die sich halt am wenigsten da, die denken doch darüber überhaupt nicht nach, oder? Das nicht. Ich meine, sie können das. Sie können es sich höchstens nur anhören halt. Es ist halt, ja, sie können sich halt anhören und halt über die Sprachausgabefunktion vom Browser wird halt denen halt der Titel vorgelesen. Aber das ist denen doch bestimmt egal. Das ist wahrscheinlich genauso egal wie keine Ahnung, Slave und Master Server System halt. Weißt du, wo halt auch irgendwie der Name Master und Slave halt entfernt wurde von irgendwelchen Webseiten. Ich weiß ja gar nicht mehr von wem. Ich glaube GitHub war das, glaube ich. Ja, das kann nicht gut sein. Aber es ist halt, davon hat sich doch niemand angegriffen gefühlt, oder? Wer fühlt sich davon denn angegriffen? So Leute, die... Ich hatte das Gefühl, es geht nicht wirklich darum, halt wirklich irgendwas für die Bezüge zu tun. Keine Ahnung, Macht ausleben. Ich weiß halt nicht, was das Gefühl. Ich habe was wichtig machen. Ja, dass man versucht, sich selbst wichtig zu fühlen, wenn man halt irgendwie so einen dämlichen Einfluss hat. Also, dass es halt niemandem was bringt. Hurra, du hast jetzt Rassismus. Das ist echt so komisch einfach, was die damit eigentlich bewirken wollen, ey. Da kam, wo mir das bei denen eingefallen ist, oder? Das war irgendwie auch sehr absurd. Mir ist gerade so eine ziemlich absurde Theorie dazu eingefallen, dass so... Was für Leute sind es da, die es dann dauernd irgendwie melden da, dass es da irgendwie rassistisch ist oder so, oder halt allgemein diese sich darüber aufregen? Welche Leute sind denn das da? Ich meine, sind das schon so... Es sind Leute, die gar nicht erst sind. Ja, aber ich meine halt so irgendwie, von welchem Alter her halt. Ich hab keine Ahnung. Aber so oder so sind die unreif. Unabhängig von ihrem Alter. Weil... Ich könnte mir vorstellen, dass so, manchmal jetzt mit aktuellen Leuten, die halt irgendwie so, naja, schon in den 20ern reinkommen, das ist irgendwie so. Ich glaube, die haben da so eine ziemliche Drang für Aufmerksamkeit oder so, weil die halt einfach so ziemlich isoliert halt einfach
meistens unter sich selbst sind halt und halt dadurch, dass sie da sehen, so, oh ja, da ist Slave und Master, das ist ja böse und deswegen meldet sie das da und denken halt, dass sie dann dadurch irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, dass sie ja halt dann so, oh ja, guck mal, dass ich dafür eingesetzt oder irgendwie so ein Blödsinn. Ja, glaube ich, da ist einfach nur. Also, ja, dass die Aufmerksamkeit brauchen. Wie gesagt, es kann auch absurd sein von mir, aber. Es ist eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, das ist richtig. Oh, ja, ist ja egal. Ich meine, es geschieht ja auch nur im Internet halt einfach so in aller Öffentlichkeit. Ja, nicht so wirklich. Und wenn, dann ist es ja noch von den großen Unternehmen aus. Ja, aber auch immer wieder durchs Internet. Jo, Idee. Finde immer noch toll, wie die Köpfe mit dir sprechen am Ende. Ist gut. I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains. Die sind halt in Cyberspace, bevor sie halt ins Jenseits gehen. In Cyber. in die Cloud. Ja, Google Drive. Die schlimmste Hölle, die Cloud. Oh nein, nicht die Cloud. Und dann kommt Google und macht das dann so, oh ja, oh ja, ich verkaufe euch alle als NFTs. das ist ja dann wirklich der Horror. Ja, es kommt irgendwann so eine Pressemeldung von Konami, wie sie Metal Gear Solid Rising Inventions Charaktere als NFTs rausbringen, dann wird es wahr. Oh Gott. Was das passieren sollte, ihr habt es zuerst gehört. Ja. Boah, na dann. Kann ich ja noch die Nebenwaffen auch mal freischalten. Ich hab nie was wirklich mit den Nebenwaffen gemacht. Ich hab die, glaube ich, auch noch nie benutzt. Oh, was? Nee, ups. Da kann jetzt neue. Okay, verstehe. Nett. Ah, shit, ich wollte den Player Model wechseln zu den Poncho. Schade. Naja, müssen wir ein Kapitel dann warten. Erst bis zum nächsten Kapitel. Wir haben ja noch so 24 Minuten. 14 Minuten. Ich musste ein bisschen früher. Was? Ich muss heute ein paar Minuten früher gehen, so. I'm sorry, sir. Our, if you do not comply, ja, ich denke halt, wenn du dann halt gehst, dann beende ich dann halt den Part ein bisschen früher und so weiter. Watch out! Sind ja halt nur 10 Minuten. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die Roboterhunde hier hatten in dem Level. Raiden, Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Das ist ja auch nur ein Android, den man eigentlich auch töten kann, aber. Boah. Ich lasse es dieses Mal. Mal gnädig. Findest du, dass man hier alles aufnehmen kann? Weil es kommt hier gleich hier eine halbe Defense-Position.
should Szene. Have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. Hm? It seems the guards are storming the building. Das sieht aber auch sehr bescheiden aus. Wirklich schön platziert. Hat er da ein Minigun platziert? Wer weiß, kannst du es nutzen? Nutzen es. Nur das ist halt der Winkel halt, an dem man halt das denken kann, ist ein bisschen Flash. Weil da ist jetzt jemand hochgekommen. Scheiße. Aber bis jetzt, soweit ich weiß, ist das der einzige Moment, wo man halt einen MG halt eine Feststellung benutzen kann. Eben halt diesen Minigun. Und diesen hier auch. Wunderbar! My hack was a success! Board the elevator right! Jetzt kann man eigentlich... der Fahrstuhl ist schon hier runter, aber man kann halt immer noch weiter in die Stellung halten. Ich lasse es jetzt aber dieses Mal, es ist aber redundant und optional. Du hättest dann halt einen Bossfight mit diesen For security purposes, the building is divided into upper and lower the look like so that in deep unique let me where so the it is you will in any spring das. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Toll ist auch, man kann die Nebenwaffen auch wechseln. Hey, ich hab dir schon das Schwert. Hab ich das gekauft? Ich dachte, ich hätte nur den Speer gekauft. Ne, ich glaube, du hast alle drei gekauft. Okay. Aber richtig langsam, ey. Nee, das ist hier ein aufladbarer Schlag. Ich kann auch reinkommen. Es ist ein absoluter Dämmer. Alter! Es hat nur diesen einen Schlag. Es hat nur diesen einen Schlag und einen anderen aufladbaren. Mein Schwert ist alles, was ich brauche. Wortwörtlich. Und du bist fast tot. Ich hab diese Health-Packs, die füllen automatisch mein Leben auf, wenn die auf Null sind. Im Grunde genommen genauso wie die pinken, die rosa. Kommt schon. Da kommt schon der Krankenwagen. Ja, Krankenwagen fährt an mir vorbei. Sind wohl auf der Suche nach Ryan. Excellent, just one more. I keep on coming. Nee. Ich habe gerade überlegt, da muss man nicht für die Medikits da irgendwie das ausgerüstet haben? Die haben also ausgerüstet. Hier sind die. Ah, also, okay. Oh. Ah, Ding, das wird dann eine andere Anzeige oben links da unter dem KP da, oder? Ja, das ist diese, das ist was, die Health-Packs da. Okay, ja. Das ist ja immer, bei Metal Gear Solid immer üblich gewesen auch, da, dass man die Medi- dass man die Ration da ausrüsten muss, bevor, damit man halt auch, Dings da, wenn man keine Leben hat, dass es automatisch aufgefüllt wird. Ja.
schade. Naja, ja. Ja, keine Wirbel sollte geklaut. Shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. As you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs, but you... Well, I'm ziemlich sicher, dass Gray Fox nie seine pain inhibitors hatte. What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military, grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them. They're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Perhaps this should look. They're pouring in from everywhere. This is crazy. And that's not the big thing. Ja, ich hab's gesehen, die ist auf 100 gesprungen. Das fühlt aber nur 100%. Ich hab halt mehr als 100%. Nice of them to blow open the door for me, ja? Idiot. Und da laufen wir. Oh. Entspannt. Also 5 Minuten ist dann 10 vor. Ja. Normaler Arbeitstag in Amerika. Du rennst einen Gang herunter, während du geschossen wirst. Yep. Jo. Ja, macht Sinn. Ja, ganz normal, wenn wir mal Kaffee holen, dann kommt einfach so ein riesen Robo-Vieh vor dir auf und will dich einfach töten. Das ist so ein Ad-209 da aus Robocop da. Dieser Aber Piece da kann doch kein Teppen laufen, dann. Du hast doch Glück gehabt, wenn du Teppen hast. Ja, stimmt. Dann kommen halt deine Eltern und sagen, damals hatte ich noch einen viel schlimmeren Weg zur Schule. Aber es musste ich noch Landminen ausweichen, damit ich zur Schule kommen konnte. Ja, nein. Das wäre mal was, echt. Das wäre mal was. Und dann hat uns der Sportlehrer wieder auf das Minenfeld zugeschickt. Ja, genau. Oh, das war dann nicht so schön. So die Sportart, die lokale Sportart war Minen in der Offen. Ach. Ich vermisse Kyle. Also ich muss jetzt gleich gehen. Ja, ich denke, ich werde dann ein paar Spielzeiten machen. Okay. Hier rüber kommt und dann zum japanischen Garten. Ich finde, das ist ein sehr schöner Level. Ich denke, ich werde halt den nächsten Part dann machen. Ja. Ja, ist eine gute Idee, denke ich. Haben wir noch mal sehen, was der Doktor Kapitalismus zu sagen hat? I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. So, ich denke, ich beende mal dann den Part hier. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye. Tschüss.